Zeit heilt alle Wunden. In der Bibel steht das nicht geschrieben. Wer kann schon sagen, wohin die Straße führt, wohin der Tag fließt? Und wer kann schon sagen, ob deine Liebe so wächst, wie dein Herz es sich ausgesucht hat? Wer kann sagen, warum dein Herz aufatmet, wenn in deinem Bauch die Schmetterlinge fliegen? Oder warum dein Herz schreit, wenn alles Lüge ist? Und überhaupt, wer heilt die Zeit, wenn sie die Wunde ist? Am 11. September vor 20 Jahren blieb die Zeit stehen. Ich liebe New York, die Menschen, diese Mischung aus Hipstern und gelebten Hip-Hop. Menschen, die auf der Suche sind nach Ausdruck von Lust und Liebe, vom Genuss der Gegenwart. Das ist Kultur, das ist Menschsein, das ist ein Stück Glück des Lebens. In Ausgewogenheit von Werden und Vergehen. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger Salomo im Alten Testament. Klagen und tanzen, herzen und aufhören zu herzen, suchen und verlieren, zerreißen und zunähen, lieben und hassen, Streit und Friede, reden und schweigen. Davon erzählt auch der Islam. Ich weiß um dessen Schönheit, ich kenne Muslime, die ums Haus des Friedens ringen, kenne den Wohlklang ihrer Worte und der Lebensschnur der Scharia, dem Weg zur Quelle in der Wüste. Am Steuer der Flugzeuge, die sich ins World Trade Center bombten, saßen Menschen, die diesen Lauf der Zeit stoppen wollten. Auf einen Schlag. Attentäter, die diese Freiheit und Schönheit nicht aushielten, die von der dunklen Seite ihres Wesens in die Irre geleitet wurden. Die Wunde vom 11. September wird sich gerade deshalb nicht schließen, auf jeden Fall nicht allein durch Zeit. Wer kann sagen, wenn sich die Wege wieder kreuzen, dass Liebe in deinem Herzen sein könnte? Und wer kann sagen, wenn der Tag schläft und der Mond seine Bahnen zieht, ob die Nacht dein Herz gefangen hält? In der Bibel heißt es beim Prediger Salomo: Sah die Arbeit, die Gott den Menschen miteinander gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Wenn mich die Zeit trösten kann, dann soll sie mich mit diesem Realismus trösten. Wir können nicht erkennen, welche Wege Gott für uns Menschen vorsieht, aber wir können erkennen, wie Gott in uns Menschen wirkt. Daran will ich festhalten. Und ein jeder Mensch, sagt der Prediger, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes.